Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen, liebe Bürgerinnen und Bürger. Die heutige Debatte beruht auf dem Betrug der Autoindustrie und dem Versagen der Bundesregierung in gleich zwei Bereichen. Erstens haben Sie jahrelang bei der Luftreinhaltung blind auf die Versprechen der Autoindustrie gesetzt, dass die neuen Autos schon irgendwie weniger Schadstoffe ausstoßen werden und Sie so die europäischen Grenzwerte einhalten können. Ein großer Irrtum, der Ihnen nun aber auch schon seit Jahren bekannt ist. Zweitens haben Sie bei der Aufarbeitung des Das ist ein bisschen laut hier vorne. Frau Kollegin, ich bedauere sehr, dass Sie mich darauf hinweisen müssen, dass es hier sehr unruhig ist. Ich bitte die Kolleginnen und Kollegen, doch der Rednerin zuzuhören, auch wenn wir jetzt schon zu Vorrück der Stunde sind. Noch einmal, wir wollen es wirklich schaffen, vor 24 Uhr zu Ende zu sein. Frau Kollegin, Sie haben das Wort und ich greife das nächste Mal viel früher ein. Danke. Zweitens haben Sie bei der Aufarbeitung des Abgasskandals auf ganzer Linie versagt. Sie haben mit der Autoindustrie einen schmutzigen Deal gemacht. Die Hersteller haben sich zu einem Software-Update mit geringer Wirkung verpflichtet. Im Gegenzug verzichtet die Bundesregierung darauf, die Rechtswidrigkeit der Manipulation festzustellen. Im Ergebnis der Aussitzerei durch die Bundesregierung schichtet sie ein Problem auf das nächste. Die seit 2010 geltenden Grenzwerte werden immer noch nicht eingehalten. Eine Klage der EU-Kommission steht quasi vor der Tür. Die Gesundheit der Bevölkerung wird weiter hoch belastet. Die betrogenen Dieselbesitzer haben jetzt schon einen erheblichen Wertverlust ihres Autos erlitten und müssen nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts auch noch befürchten, bald nicht mehr in die Innenstädte fahren zu können. Mit diesem wegen ihrer Untätigkeit wachsenden Problem verhöhnen Sie die Bürgerinnen und Bürger. Mit unserem Antrag zeigen wir als Linke einen rechtlichen Weg auf, wie Sie den gordischen Knoten Ihres schmutzigen Deals in vernünftiger Weise lösen können. Das Kraftfahrtbundesamt hat mit der Europäischen Fahrzeuggenehmigungsverordnung eine Grundlage, die sie ermächtigt, die Hersteller zu einer Hardware-Nachrüstung zu verpflichten. Liegt nämlich ein erhebliches Risiko für die öffentliche Gesundheit vor, ist das KBA sogar befugt, die Typengenehmigung zu widerrufen oder zu entziehen, das heißt Autos stillzulegen. Das Umweltbundesamt bestätigt noch einmal das erhebliche Risiko für die öffentliche Gesundheit. Unabhängig davon, was hier heute Abend für ein Mist losgelassen wurde, Entschuldigung. Es geht in seiner neuesten Studie davon aus, dass in Deutschland 6.000 Menschen aufgrund der Belastung mit Stickoxiden vorzeitig sterben, dass 8% der bestehenden Diabetes mellitus-Erkrankungen auf Stickoxiden in der Außenluft zurückzuführen sind und bei Asthma-Erkrankungen sind es sogar rund 14%. Wie viele Gründe braucht die Bundesregierung denn noch, um die massive Gesundheitsbelastung der Bevölkerung schnellstens zu beenden? Und natürlich wollen wir dazu nicht die Fahrzeuge stilllegen, auch wenn das hier heute behauptet wurde. Das käme ja einer Enteignung von Millionen Dieselbesitzern gleich. Wir wollen, dass sie endlich sauber werden. Paragraph 25 Absatz 2 der Europäischen Genehmigungsverordnung sieht dazu vor, dass das KBA bei fehlender Vorschriftsmäßigkeit von Fahrzeugen im Wege einer Anordnung nachträglich Nebenbestimmungen erlassen kann, um die Vorschriftsmäßigkeit wiederherzustellen. Aus unserer Sicht muss als Nebenbestimmung die Hardware-Nachrüstung der Autos gefordert werden. Das wäre gerecht. Es gibt also im bestehenden Recht eine Grundlage, um die Autoindustrie zu verpflichten, ihre Fahrzeuge wirklich wirksam nachzurüsten. Auch die Gelder dafür sind auf Seiten der Industrie vorhanden. BMW, Daimler und VW haben allein im vergangenen Jahr nach Steuern über 30 Milliarden Euro Gewinn gemacht. Was fehlt, ist der politische Wille der Bundesregierung, endlich zu handeln. Andernfalls wird Deutschland wohl schon in der nächsten Woche von der EU-Kommission wegen der Nichteinhaltung der Grenzwerte teuer verklagt und das völlig zu Recht. Es gibt also eine geeignete Maßnahme. Es gibt eine Rechtsgrundlage zur Anordnung dieser Maßnahme und eine ausreichende Finanzierungsgrundlage der Autoindustrie. Was noch fehlt, ist die im Gesetz vorgesehene Strafe für die Autoindustrie. Darüber sprechen wir ein anderes Mal. Frau Kollegin, kommen Sie bitte zum Schluss. Ja, Frau Bundeskanzlerin, Herr Verkehrsminister, Frau Umweltministerin. Wir haben Ihnen hiermit den Rechtsweg aufgezeigt. Handeln Sie endlich.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank, und ich bitte auch die Kolleginnen und Kollegen von Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Frau Kollegin Dröge, weil das auch bis hierher hörbar ist, die Gespräche einzustellen. Als nächstes mit seiner ersten Parlamentsrede der Kollege Felix Schreiner für die CDU-CSU-Fraktion. Applaus